Eine geleitete Meditation über die Erforschung des Schmerzes. Nimm im Sitzen oder Liegen eine möglichst bequeme Position ein. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Lass deinen Körper in dieser Position zur Ruhe kommen. Lenke deine Aufmerksamkeit in deinen Körper. Richte das Gewahrsein allmählich auf den Bereich der körperlichen Empfindungen. Lass den Körper um diese Empfindungen herum weich werden. Alle diese Bereiche werden weich und warm. Das Gewebe wird weich. Das Fleisch wird weich. Nichts mehr kann sich am Schmerz verklammern. Die Sehnen werden weich. Die Muskeln werden weich. Wenn du irgendwo ein Unwohlsein verspürst, dann dränge dieses Unwohlsein nicht zurück. Lass den Schmerz einfach vorhanden sein. Gestatte dem Körper, sich rings um den Schmerz herum völlig zu entspannen, sich zu öffnen. Lass ihn einfach so sein, wie er ist. Umklammere ihn nicht. Leiste keinen Widerstand. Du bist einfach weich und offen. Lass den Schmerz frei im Körper fließen. Fühle die Empfindungen in der unbegrenzten Weite des Gewahrseins. Gestatte dem Körper ganz sanft zu einem offenen Raum zu werden. Kein Festhalten, keine Anspannung. Lass alles los, was den Schmerz umspannt. Selbst auf der Ebene der Zellen wird das Fleisch weicher und weicher. Keine Anspannung, kein Zurückdrängen. Der ganze Körper ist entspannt. Selbst die Knochen und das Gewebe, weich und offen.
im ganzen Bereich der Empfindungen. Befreie die Atmung von jeglicher Spannung. Lass den Körper einfach von selbst atmen. Du atmest ein und du atmest aus. Ein natürlicher Fluss. Der Körper ist ein offener Raum, der die Empfindungen ohne jede Beeinträchtigung wahrnimmt. Wenn Vorstellungen und Gedanken über den Schmerz den Geist verhärten, dann löse dich sanft von ihnen. Wenn du furchteinflößende Gedanken, wie zum Beispiel Krebs oder Tumor, bemerkst, dann werde um diese Gedanken herum ganz weich. Löse dich von dieser Angst. Lass sie frei im Körper fließen. Nimm die Vorstellungen des Schmerzes, die Versuche des Entrinnens, die Ängste des Eingeschlossenseins einfach wahr. Verschließe dich ihnen nicht. Sieh dir einfach an, was ist. Lass diese Gedanken von selbst entstehen und wieder vergehen. Werde um sie herum ganz weich und offen. Alte Gedanken erschaffen alte Widerstände. Lass alle Widerstände des Körpers und des Geistes fallen. Lass jegliche Erfahrung im weichen, offenen Körper fließen, in der unermesslichen Weite des Geistes. Registriere es, wenn die Angst nach einem Ausweg sucht. Wann wird dieser Schmerz enden? Wo kommt er überhaupt her? Wie kann ich ihn loswerden? Solche Gedanken vergrößern den Schmerz. Sie führen zu Anspannung von Körper und Geist. Nimm jeden einzelnen Augenblick ohne Widerstand in dir auf. Billige dem Geist seine Weichheit und seine Offenheit und seine Nachgiebigkeit zu. Welcher Gedanke auch aufkommen mag, lass ihn kommen und wieder gehen. Es gibt keine Notwendigkeit, sich selbst zu schützen. Keine Notwendigkeit, sich zu verstecken. Nur der weiche, geöffnete Geist, durch nichts getrübt.
dein Körper ist wie das Meer. Empfindungen treiben sanft empor zur Oberfläche. Öffne den Körper und lass ihn ganz ruhig dahin fließen. Alle Härte zerfließt. Alle Starrheit löst sich im weiten Meer des Gewahrseins auf. Fühle die Wellen der Empfindungen im Ozean des Körpers. Fühle die stillen Tiefen. Du bist weich. Du bist offen. Lenke deine Aufmerksamkeit nun auf den Schmerz. Ohne jegliche Anspannung. Ohne den Versuch, dich von ihm zu befreien. Führe die Aufmerksamkeit ohne Widerstreben direkt in die Empfindung hinein. Erkunde dieses Etwas, das Schmerz genannt wird. Was ist das wahre Wesen dieser Erfahrung? Was ist Schmerz? Wenn der Geist in seiner Annäherung an die Empfindung ins Wanken gerät, dann konzentriere dich von Augenblick zu Augenblick auf den vorüberziehenden Strom der Empfindungen in diesem Bereich. Lass deine Aufmerksamkeit ohne Widerstreben in das Zentrum der Empfindung eindringen. Öffne dich der unmittelbaren Erfahrung. Der Schmerz ist nicht der Feind. Erforsche in diesem Augenblick einfach seine Wirklichkeit. Wie ist er beschaffen? Indem du tief eindringst in die sich von Augenblick zu Augenblick wandelnde Empfindung, in das unmittelbare Zentrum des Unbehagens, prüfst du, wie das Gewebe, wie die Struktur dieser Empfindung beschaffen ist. Der Körper und der Geist bleiben weich und offen. Ermögliche es der Wahrheit dieses Augenblicks, sich in einem Geist zu enthüllen, der frei von Angst und Verklammerung ist. Wie fühlt sich diese Empfindung an? Ist sie heiß? Ist sie kalt? Ein Ziehen? Ein Stechen? Gestatte dem Geist, in den unaufhörlich vorüberziehenden Strom der Empfindungen einzutauchen. Beschränkt sie sich auf eine bestimmte Stelle? Bewegt sie sich?
Ist sie rund und hart? Ist sie flach und weich? Bildet sie Ranken, die sich durch den Körper winden? Lass die Aufmerksamkeit mit der Empfindung verschmelzen. Werde eins mit ihr. Gestatte dem Gewahrsein, inmitten des sich unaufhörlich wandelnden Stromes, jede einzelne Nuance zu erforschen. Durchdringe jedes Partikel der Empfindung. Nimm jede entstehende Empfindung in dir auf. Jedes Bild, jedes Gefühl, jeden Gedanken. Als würdest du sehr aufmerksam einer Melodie lauschen und Note für Note vernehmen. Versuche nicht, dir selbst vorauszueilen. Zögere nicht. Tauche einfach völlig in den Augenblick ein. Stimme dich ein auf den vorüberfließenden Strom der Empfindungen. Bleibt er stabil? Oder verändert er sich ständig? Verharrt er an einer Stelle? Oder ändert er ständig seine Form? Verändert er seine Intensität von einem Bereich zum anderen? Von einem Augenblick zum nächsten. Lass den Geist mit der Empfindung verschmelzen. Weich. Tief eindringend. Nimm jede Spannung in Geist und Körper wahr. Sei ganz weich. Forsche weiter. Was ist das für eine Empfindung? Ist sie eine kompakte Masse? Oder ist sie in ständiger Bewegung? Fühlst du sie als einen Knoten? Als Druck? Als Brennen? Als Vibration? Welche Farbe hat sie? Ist sie schwer oder leicht? Was noch? Alles verändert sich von Moment zu Moment. Empfindungen entstehen und vergehen. In
in jedem einzelnen Augenblick. Du tauchst ein in diesen Strom. Du gibst allen Widerstand auf. Du gibst alle Vorstellungen davon auf, was du gerade tust. Erforsche die Wahrheit für dich selbst. Die Empfindungen fließen einfach in der Weite des Bewusstseins vorüber, wandeln sich von Augenblick zu Augenblick. Beschränkt sich die Empfindung auf einen einzigen Punkt? Oder besteht sie aus einem vielfältigen Brennen, das von Punkt zu Punkt variiert? Ist sie schwer und heiß? Oder leicht und kühl? Tauche von Augenblick zu Augenblick direkt in die Erfahrung der Empfindung ein, ohne den geringsten Druck auf dich selbst auszuüben. Offen, weich. Der Widerstand von Geist und Körper löst sich auf. Erforsche mit einem weichen, offenen Geist. Erkunde die Erfahrung mit einem offenen Herzen. Mit einem offenen Körper. Öffne dich sanft und allmählich dem Zentrum der Empfindung. Mit einem wachen Geist erfährst du das innerste Wesen dieser Empfindung. Erfährst sie so, wie sie ist. In der unermesslichen Weite des Geistes. Ohne etwas festzuhalten, selbst ohne nachzudenken. Du nimmst nur diesen Augenblick in dir auf. Die direkte Erfahrung dessen, was ist. Alles entfaltet sich von Augenblick zu Augenblick. Lenke deine Aufmerksamkeit auf den gleichmäßigen Rhythmus deines Atmens. Bring ein bisschen Bewegung in deinen Körper und öffne, wenn du willst, deine Augen.